Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man einen Blaulichtfilter unter Windows einstellt. Man könnte sich natürlich auch für, ich weiß nicht, 50 € oder sowas für jeden seiner Bildschirme so eine Blaulichtfilterfolie kaufen. Aber ich finde, diese Variante ist billig und ist genauso gut. Wir reduzieren einfach das Blaulicht, was vom Bildschirm direkt abgestrahlt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob die Einstellung dafür unter Windows 8 und unter Windows 10 genauso ist wie unter Windows 7, aber wir versuchen es einfach mal. Wir öffnen das Startmenü. Das ist jetzt außerhalb des Aufnahmebereichs, deswegen schreibe ich das mal nur hier hin und können dann, wahrscheinlich reicht es schon, wenn wir kalibrieren eingeben. Dann sieht man hier ganz knapp noch erweiterte irgendwas und da ist mir auch die Stimme weggebrochen und da oben drüber steht bei mir dann Bildschirmfarbe kalibrieren. Wir öffnen das einfach mal und dann kommen wir auf so ein Fenster hier. So. Und da klicken wir einfach auf Weiter. Dann kommen wir wieder auf so ein Fenster und wieder auf Weiter. So ein Fenster. Und wir klicken wieder auf Weiter. Und wir wollen nicht den Gamma-Wert anpassen. Wir klicken wieder auf Weiter. Und wir wollen keine Helligkeits- und Kontrastanpassungen machen. Deswegen klicken wir hier auf Überspringen. Dann kommen wir hier hin. Jetzt sind wir schon relativ nah. Wir klicken wieder auf Weiter. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Wir sind an dieser Stelle. Und vermutlich könnt ihr das in dem Video gar nicht sehen. Jetzt kann man hier aber zum Beispiel das Rot runterstellen oder das Grün runterstellen. Oder, und das ist, was wir wollen, das Blau runterstellen. Das setzt man einfach so, wie man es haben will. Wenn man das ganz runterstellt, dann wird der Bildschirm relativ gelblich. Das ist natürlich auch unschön. Man will so ein Zwischending haben zwischen nicht zu stark, damit man es nicht so stark merkt, aber auch nicht zu schwach, damit es überhaupt einen Effekt hat. Jetzt habe ich meine schöne Einstellung für dieses Video leider weggemacht, aber ich glaube ungefähr so, das sah ganz schön aus. Und ich selbst bin jemand, der passt das relativ oft an. Ich schließe das Fenster gar nicht, sondern ich gehe hier einfach nur auf den Strich und passe es dann wieder an, wenn ich es wieder brauche. Wenn ihr das aber dauerhaft haben wollt, ich hole das Fenster mal wieder hier so, dann klickt ihr einfach auf Weiter und bestätigt den Rest dann. Und das war's auch schon. So einfach geht das mit dem Blaulichtfilter. Ich hoffe, unter Windows 8 und unter Windows 10 ist es genauso. Wenn es andere Probleme gibt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich nehme es dann zumindest mal in die Videobeschreibung mit auf. Und auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken, falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt, landen die auf jeden Fall da drin. Vielen Dank fürs Gucken.